Hallo zusammen, ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Ich habe im Gegensatz zu meinen Kolleginnen, die jetzt schon gesprochen haben, und ich vermute auch zu anderen Kollegen, die hier noch sprechen werden, nicht wirklich zu TikTok geforscht. Also das war damals so meine Idee. Ich dachte, ich könnte auch da einsteigen. Ich betreue jetzt einen Studiengang, der heißt Digitale Kommunikation in der Musik- und Entertainment-Industrie. Ich dachte, das wäre natürlich ein spannendes Thema, wenn ich mich mit TikTok auseinandersetze. Aber wie Simon gerade schon gesagt hat, habe ich eigentlich nur Wissenschaftskommunikation betrieben und ich würde auch heute sagen, eine gute Portion Musikjournalismus, weil mir schnell die Themen ausgegangen sind. Man kann, das ist redaktionelle Vorbereitung, die man da machen muss, wenn man jeden Tag posten will, wie ich das 2021 gemacht habe. Und dann geht man eben auf ja, kuriose Musikvideos irgendwann ein. Wo ich immer sagen würde, das hat natürlich auch ein gewisses Forschungsinteresse im Bereich der Musikwissenschaft. Deswegen, was ich heute vortragen möchte, ich habe nicht so viel forschen können am Ende dazu, weil ich sich Jobwechsel gemacht habe. Hamburg steht eigentlich, glaube ich, auch noch auf der Webseite. Das hat mich dann, wie Judith vorhin auch schon gemerkt hat, ein bisschen aus dem Game rausgezogen irgendwann. Ich bin an der Musikhochschule, wir beschäftigen uns mit Musik in meinem Studiengang, speziell mit der digitalen Kommunikation, deswegen habe ich das als Aufhänger genutzt. Ich möchte über MusikerInnen auf TikTok sprechen, was es dann für Forschungsansätze gibt, wie vor allem große Stars sich auch auf der Plattform bewegen. Da habe ich so eine kleine Analyse damals mal für eine andere Tagung gemacht. Hier habe ich gedacht, das passt aber ganz gut, das möchte ich gerne hier heute nochmal zeigen. Und dann zwei Fallbeispiele, die eher so aus einer beobachtenden Perspektive sind, mit ein bisschen Hintergrundinformationen, wie die Mimification im Bereich Musik auch auf TikTok funktioniert. Und das Ganze endet dann mit einem kleinen Fazit zu den kommunikativen Möglichkeiten. Ich dachte, ich fange an mit einem prominenten Beispiel von Musik auf TikTok und wie das ablaufen kann. Und weil wir den Ohrwurm alle langsam verloren haben, dachte ich, hole ich den mal wieder rein. Dank mir später. So, Nathan Evans, ich versuche das nochmal hier so zu zeigen. Nathan Evans, das ist eigentlich die klassische Geschichte von einem Musiker, wie wir uns das auf Social Media vorstellen wollen. Also er ist ein schottischer Postbote, der einen Song in Schwarz-Weiß aufgenommen hat. Er singt, er klopft einfach nur dazu. Das Ding geht viral, wird hundertfach mit Stitches und Duetten versehen. Und er bekommt den Plattenvertrag am Ende des Tages. Jetzt kann man natürlich fragen, wie wichtig ist heute überhaupt ein Plattenvertrag? Ist nicht ein YouTube-Content-Creator-Vertrag heute spannender? Trotzdem, das ist eigentlich die klassische Erfolgsgeschichte, die hier passiert ist. Und er hat Shanti-Songs auf jeden Fall wieder nach vorne gebracht, zumindest auf TikTok. Genau, das ist jetzt so ein Duett-Video, was ich ganz spannend fand. Und diese Geschichte hat mich an etwas erinnert, was wir schon häufiger bei Social Media in dem Bereich Musik gehört haben. Und zwar hat mich das erinnert an die Arctic Monkeys. Ich weiß nicht, wer das noch von damals kennt. Die Geschichte von der ersten Demo-Platte, Beneath the Boardwalk hieß die. Also die war 2004, 2005, sowas in der Art. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Die wurde damals entdeckt, nämlich über diese wunderschöne Seite, nämlich MySpace. Und damals wurde MySpace attestiert, dass das die große Plattform ist, die Musik bekannt machen kann. Wir hatten da alle, die das damals genutzt hatten, hatten Profilseiten, die geglitzert haben, die geblinkt haben, die in der Kommentarsektion mit GIFs sehen konnten, mit automatisch abspielender Musik versehen konnte. Das war ein heilloses Chaos auf diesen Plattformen. Aber was besonders wichtig war, vor allem im Bereich Musik, man muss sich immer vor Augen führen, wenn man Musik im Internet auf der eigenen Webseite hochladen musste, musste man dafür Lizenzgebühren zahlen. Also in Deutschland über die GEMA eine Lizenz erwerben und das kostet Geld, wenn man auf der eigenen persönlichen Webseite die eigene Musik hochladen will. Deswegen war MySpace die erste Plattform oder eine der ersten Plattformen, auf der man Musik veröffentlichen konnte und anderen Menschen zugänglich machen konnte, auch im Newcomer-Bereich, ohne dafür zahlen zu müssen. Deswegen wurde das sehr intensiv von Musikern und Musikerinnen genutzt.
Und die Erfolgsgeschichte von MySpace mit unserem Freund Tom, den man als ersten Freund hatte, wenn man sich auf MySpace angemeldet hat, ist so prototypisch für Social Media macht Musiker, Musikerinnen bekannt. Die Arctic Monkeys haben das später auch dementiert. Die wussten, glaube ich, gar nicht so genau, was da bei MySpace passiert ist und wer das gemacht ist. Und streiten natürlich ab, dass sie nur über diese Plattform entdeckt wurden. Genau, das war so meine kleine Anekdote dazu, wie ich auf dieses Thema aufmerksam geworden bin und mir gedacht habe, ich schaue mir mal an, wie Musiker und Musikerinnen eben diese Plattform auch instrumentalisieren. Es gibt schon Forschungsansätze dazu, das will ich nicht verschweigen. Ich bin natürlich nicht der Erste, der auf diese Idee gekommen ist und ein paar Sachen sind auch schon angeklungen in den anderen Vorträgen. Hier ist jetzt natürlich das spannende Thema, es geht um Musik, also auch etwas, wo wir eine gewisse Leidenschaft dafür haben als Hörende. Und in der Forschung gibt es da auch schon erste Ansätze dazu. Was häufig genannt wird und was wir jetzt auch schon in dem Beispiel von Nathan Evans gesehen haben, was sehr wichtig für diese Plattform ist, sind diese neuen innovativen Funktionen. Stitch, Duett-Funktion, die wird natürlich sehr viel genutzt und damit eben auch eine Fanbeteiligung initiiert, die, sag ich mal, diese ja, Mimification, also dieses Weitertragen von so einem Kulturgut befeuert. Das wird zum einen immer genannt, dann das andere, was wir auch schon eben gerade so ein bisschen angeklungen haben, es funktioniert auch ganz gut, organisch zu wachsen auf dieser Plattform, Viralität zu erreichen, weil wir noch ja, Videos produzieren können, die mit gutem Content auch vielfach rezipiert werden und das eben ohne monetären Einsatz, wie jetzt zum Beispiel bei Instagram oder ähnlichen, wo die natürlich schon wissen, dass man ein Produkt, ein Musikprodukt, ein Musikvideo, eine Tournee oder sowas bewerben will und entsprechend sich das natürlich bezahlen lassen. Das geht eben auch noch ganz gut auf TikTok. Und zu guter Letzt eine Sache, die auch mit der Frage eben verbunden war, ne? Warum nimmst du deine Videos da draußen auf? Was von Kennedy 2020 sehr schön als Bedroom Culture beschrieben wurde. Also es wird sogar gewünscht oder ja, gerne genutzt, dass man aus dem eigenen Schlafzimmer, aus den eigenen vier Wänden auch unprofessionelle Videos auf uns, gerade Musiker und Musikerinnen, die sich da eben, sag ich mal, so ein bisschen ja, nicht performativ, nicht inszeniert zeigen, dass das eben sehr gewünscht wird und auch auf der Plattform honoriert wird. Das finde ich auf jeden Fall sehr spannend, warum diese Plattform eben auch so sinnvoll ist für Musiker und Musikerinnen. Und dann habe ich mir gedacht, das ist ja natürlich das, was wir, wenn wir neue Acts sind, neue Künstler, Künstlerinnen hier auf dieser Plattform promoten wollen, könnten wir uns ja auch mal anschauen, was machen denn die großen Stars, die auf der Plattform sind? Wie gehen die mit der Plattform um? Nutzen die diese Funktionen? Nutzen die die Plattform, um guten Content zu kreieren, um da eben mehr Reichweite zu generieren? Und habe mir das eben für Stars und also Top-Influencer, die Musik machen, angeschaut. Ich habe dazu hab gedacht, es gibt vielleicht eine TikTok-API, die man nutzen kann, gibt es nicht. Ich habe dann so einen Web-Crawler gefunden oder Web-Scraper, der mir dann eben über den Quellcode eben zu den Top-Profilen Daten gezogen hat. Das war dann auch irgendwie einigermaßen ergiebig. Also ich habe mir bei Social Plate die Top 100 InfluencerInnen auf TikTok angeguckt und habe dann geschaut, wer davon sind alles Musiker, Musikerinnen. Das waren dann 20 Stück insgesamt, also jetzt keine große Stichprobe. Als Musiker, Musikerin habe ich dann definiert, dass das Personen sind, die auf einer musikspezifischen Plattform auch Musik veröffentlicht haben, also auf Spotify mein Album rausgebracht haben, auf Amazon auszufinden sind, also die nicht InfluencerInnen sind, die im Zweifelsfall auch mal gesungen haben oder ein Instrument gespielt haben. Das war eben sozusagen die Grundprämisse. Und dann habe ich mir angeschaut, was die so alles erreicht haben auf ihren Kanälen, die durchschnittlichen Likes, Followerzahlen, Likes per Videos. Wie viele Videos? 2021 war das hochgeladen worden. Billie Eilish hatte genau 8 hochgeladen gehabt. Das sind heute auch gar nicht so viel mehr. Die hat gar nicht so viel gemacht auf der Plattform. Ist trotzdem, wie gesagt, unter den Top 100 Content Creatorinnen nach Social Plate auf TikTok. Am meisten Videos hat Lil Hoodie hochgeladen. Im Schnitt haben die so 850 Videos gemacht. Englischsprachige Accounts. Und man kann auch sehen, wie die Interaktionsmöglichkeiten zulassen und tatsächlich nur der eine Account von der Sängerin Jojo Siwa, die hat die Stitch-Funktion zugelassen für die Videos. Die anderen Accounts ja, waren nicht so interaktiv.
Wenn man sich das mal anschaut, wie viele Likes per Videos die bekommen haben, Billie Eilish, für die 8 Videos hat sie sehr, sehr viele Likes bekommen. Vielleicht wegen der Seltenheit, würde sich auch wieder zeigen. Marshmallow und Lil Hoodie sind natürlich sehr aktiv auf der Plattform und da sind vielleicht dann auch mal Videos dabei, die nicht so viele Likes abbekommen. Um das mal so zu verdeutlichen, was ich mit der Bedroom Culture vorhin gemeint habe, hier ein Video von Billie Eilish. That's it. ja, also das waren wirklich die meisten Videos, waren nur so, dass sie sich mal kurz in die Kamera gezeigt hat, gelacht hat über irgendeinen Filter oder Funktion oder sowas in der Art und eigentlich nicht wirklich was gemacht hat. Und das verdient sich dann 87 Millionen Plays, 13 Millionen Likes und diverse Kommentare. Wenn man sich dann noch anschaut, wie viele Followings auch die Kanäle selber machen, also das ist sozusagen mal in die andere Richtung geschaut, wie vielen anderen Kanälen folgt dieser Kanal. Da sieht das nämlich genau andersrum aus, da sind es nämlich vor allem so Leute wie Lil Hoodie, Blackpink, die eben sich sehr viel auf dieser Plattform informieren oder agieren, austauschen, die dann eben entsprechend auch sehr viel mehr anderen Kanälen folgen. Das zeigt sich auch zum Beispiel in sowas wie Dicks, also in der Dokumentation von einem Scraper stand, das ist im Prinzip das, wie viele Likes die für andere Videos auch verteilt haben. Das bedeutet, Marshmallow, wie gesagt, macht auch fast jeden Trend mit und alle möglichen Transition-Videos mit, wie wir sehen, gleich ein Video davon, den kennt man bestimmt, als Rapper hauptsächlich, ist sehr aktiv auf der Plattform und das spiegelt sich eben auch in diesen Zahlen wieder. Hier, soll ich mal eigentlich den Ton ausmachen jetzt von den Videos? Machen wir uns immer noch Sorgen ums Urheberrecht? Ich bin ja eigentlich immer pro. Spiel mal kurz an. Als Musikwissenschaftler bin ich natürlich immer pro Urheberrecht, deswegen. Ach, ich hab's sogar gemutet. Ja, also hier Transition-Video. Und mit einem humoristischen Element versehen, genau. So sehen eben die Videos aus von jemandem, der sich quasi mit der Plattform auch auseinandergesetzt hat und da interagiert und eben solche Trends auch mitmacht. Dann habe ich mir noch angeschaut, das, was man natürlich instrumentalisieren kann, wie Judith das vorhin von uns auch gemacht hat, witzigerweise, sich die Biografien, also die kurzen Statements, die man da einblenden kann, anschauen, was da gemacht wurde. Da haben von den 20 MusikerInnen 10 das tatsächlich genutzt, um etwas zu promoten, also zum Beispiel die Instagram-Kanäle, neue Veröffentlichungen oder sowas. Würde man das weiterverfolgen, glaube ich, würde man das auch noch viel häufiger finden. Will Smith hat geschrieben, Sam Kidd von West Philly. So, also dafür werden die Biografien genutzt. Das war jetzt so ein Beispiel, wie professionelle oder sehr bekannte Musiker, Musikerinnen damit auf der Plattform umgehen und eben auch verschiedene Trends nutzen, auch diese Bedroom-Culture bedienen. Und jetzt könnte man natürlich gucken, wie wird das denn auch im Bereich Musik genutzt, instrumentalisiert am Ende des Tages, um auch eben diese Mimification, dieses Weitergeben von der Musik zu befeuern. Und da habe ich zwei Fallbeispiele mal mitgebracht, die ich besprechen wollte. Das erste ist der Song Mad at Disney. Den kennen vielleicht noch einige aus 2020. Da wurde dann ein Transition-Video dazu gemacht. Also das hier ist die Sängerin, Salem Alice, Salem, ja, wie auch immer. Sie hat diesen Song original interpretiert. Und dann gab es dazu eben mit dem Hashtag Mad at Disney immer so eine Art Transition-Video. Also was heißt eine Art Transition-Video? Es wurden Disney-Prinzessinnen dargestellt, oder Disney-Figuren, muss man allgemein sagen. Und da wurde dann so eine kurze Transition gemacht. Das wurde dann auch in Deutschland übernommen. Das hat tatsächlich auch eine deutsche Social-Media-Agentur dann eben befeuert. Komme ich gleich noch dazu, damit wir wissen, worum es geht. Mache ich mal hier das zweite an, das ist relativ gut.
Also, das ist die Idee dahinter, das Transition-Video, die Disney-Prinzessin, die am Ende des Tages gar nicht so gut ist oder auch ihre Probleme hat, die dann danach gestellt wird. Das Spannende an diesem Video finde ich, oder beziehungsweise an diesem, ja, an diesem Trend, Mad at Disney, dass das ursprünglich 2020 wurde, das in Amerika ja, promoted, war sehr, sehr erfolgreich, hat zig Millionen Videos befeuert, die am Ende das Gleiche gemacht haben. Und in Deutschland hat das Ganze nicht wirklich gezündet. Also es war in Europa nicht so bekannt wie in Amerika. Und 2021 wurde dann in Deutschland eine Agentur beauftragt, um dieses Video zu promoten. Was die gemacht haben, ist eben auf Content-CreatorInnen zuzugehen und zu sagen, hättet ihr nicht Lust, bei diesem Trend mitzumachen? Und wie gesagt, das wird eben dann instrumentalisiert. So ist es dann auch nach Deutschland gekommen. Die Leso-Twins haben das sehr passend umgesetzt. Jonas Saar, einer unserer Top-Influencer in Deutschland, hat das eigenwillig umgesetzt, sag ich mal. Wir müssen das jetzt nicht unbedingt anschauen. Das Ganze funktioniert auch in Deutschland und wurde da für den Song Kummer gemacht. Der letzte Song gemacht von Kummer, Sebastian Kummer, also Sänger, Rapper von Kraftklub, hat hier den Song mit Fred Rabe zusammen rausgebracht und da wurde eben auch wieder eine Social Media oder die gleiche Social Media Agentur dafür beauftragt, diesen Song zu promoten. Und das Schöne, was da eben passiert, also ich will das überhaupt nicht werten, im Gegenteil, ich finde das ja sogar sehr, sehr schön, dass das eben genutzt wird, um eben Musik bekannt zu machen. Diese Social Media Agentur ist eben auf InfluencerInnen zugegangen, die von den Präferenzen her passend ist, von der Zielgruppe passend ist und es wurde auch, so wie ich es verstanden habe, kein Geld dafür gezahlt, sondern es wurde meistens in der Medienwelt, sprich nur von Barterings, wurde quasi ein Angebot dafür gemacht, was man im Austausch dagegen bekommt. Zum Beispiel Meet and Greet, VIP-Tickets für die Konzerte, mehrere Tickets für ein bestimmtes Konzert und so weiter. Und so wurde quasi das im kulturellen Raum ja, gegenseitig befeuert. Und das ist bei uns passiert, in Deutschland in verschiedenen Kanälen, vielleicht von einem Gast, den wir heute noch erleben werden, hat da auch mitgemacht und ein Video zu diesem Song am Ende des Tages gemacht, was auch ein sehr schöner Song ist, der immer, also zumindest in diesen Videos, die dann dazu gemacht wurden, immer so ein bisschen darstellt, das wäre etwas, was ich meinem früheren Ich gerne gesagt hätte. Alles wird gut, ist der Refrain. Ich weiß nicht, wer sich daran erinnert. So, haben wir noch Zeit, den kurz anzuspielen? Ja. Alles wird gut, die Menschen sind schlecht und die Welt ist am Arsch, aber alles wird gut. Das System ist defekt, die Gesellschaft versagt, alles wird gut. So, und was diese Kampagnen gemacht haben, wo quasi Content-CreatorInnen dazu gefragt wurden, ob sie etwas damit machen würden, das hat sehr gut funktioniert. Also bei Mad at Disney wurden dann in Deutschland 35 CreatorInnen angesprochen, die auch alle mitgemacht haben und 36 Videos produziert haben. Das hat dann nochmal 16 Millionen Views zu Mad at Disney generiert. Bei der letzte Song waren es dann auch nochmal, die genaue Anzahl der Videos habe ich nicht, aber es waren 1,6 Millionen neue Views, die mit neuen Videos auf TikTok mit diesem Sound generiert wurden. Genau. Um das nochmal zusammenzufassen, die kommunikativen Möglichkeiten. Wir haben sehr stark variierende Veröffentlichungsstrategien, also das kann man irgendwie vor allem für die großen Stars nicht vereinheitlichen. Im Gegenteil, es gibt sogar hier so zwei Enden am Umgang mit TikTok und das zeigt sich auch in der Interaktivität auf den verschiedenen Kanälen. Was sehr schön ist, ist, dass diese Mimification angestrebt wird von Musikern und Musikerinnen und auch sehr ergiebig ist in diesem Sektor und diese Trends, diese Funktionen können genutzt werden und sie werden auch instrumentalisiert. Und das meine ich auch gar nicht, wie gesagt, negativ, sondern eher schön, dass eben sowas wie Musik weitergegeben wird und weiter verarbeitet wird, im besten Sinne, wie es auch bei Remix, bei Mashup und sonst was passiert. Freut mich natürlich, passt zu dem, was wir auch in unserem Studiengang immer besprechen an der Musikhochschule. Ja, das war so mein Beobachtungsbericht. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.